Willkommen zurück zu meinem Let's Play Dino Crisis 2 für die PlayStation 1. Wir haben zuletzt den Jurassic Park erlebt und mussten hier in den Wasserturm fliehen. Ja, hier haben wir auf ein Mädchen, also wir auf ein Mädchen getroffen, das ist hier lang gegangen. Und ja, und jetzt geht's weiter. Wir schnappen uns das Medikit. Nimmst du mit? Reanimation. Ja, na klar. Okay, soweit ich weiß, müssen wir jetzt zu der ja. Keine Ahnung. Ich glaube, es war. Oh fuck. Zur Einrichtung. Okay, ich kann meine extra Bonuspunkte schon mal vergessen. Ja. Ich verfolge mal die kleinen Kombis und ja, mittleres Medikit. Mitnehmen. Ich spiel. Na? Ah. Ne. Okay. 1790 PTS, aber ist auch egal. Natürlich. Ja. Was kann ich dazu sagen? Meiner Meinung nach eines meiner Lieblingsspiele. Erstens schon alleine, weil das Spiel selbst auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad extrem leicht ist. Naja. Schon alleine deswegen, weil man hier nicht nachladen muss. Das Spiel habe ich schon so oft durchgespielt, ich weiß aber jetzt nur nicht, wo ich hin muss. Cutscene! Hier ist er, unser T-Rex. Mit nur einem Auge. Und wie bei Jurassic Park können wir ihm keinen Schaden zufügen. Dafür ist er viel zu groß. Wir können nur laufen. Ja. Nun, klar, großes Medipack nehme ich immer mit. Was kann ich dazu sagen? Besser als zum Vorgänger ist, die Waffenwahl und eine Cutscene. Oh, wer war das? Yeah, oh, die maskierten irgendwer. Okay, die beschießen uns und der T-Rex scheint die gar nicht zu interessieren. Sind das denn Menschen? Wenn ja, denn ja. Wenn nein, denn nein. Okay, ich habe eine neue Dino-Datei gefunden. Tyrannosaurus Rex. Bedeutung tyrannischer Echsenkönig. Ach ja. Länge 14,5 Meter, Höhe 4,8 Meter. Beobachtungsbericht, wie schon der Name anlässt, sind sie die größten Fleischfresser auf dem Festland der Kreidezeit. Sie haben einen starken Jagdinstinkt und sind ständig auf der Suche nach Beute, um ihren gigantischen Körper zu versorgen.
Der T-Rex ist aufgrund seiner Unerbittlichkeit absolut tödlich. Sobald er eine Beute erspäht hat, erfolgt er sie gnadenlos. Ein Soldat berichtet von einem T-Rex, der durch das Wasser schwamm, um seine Beute zu verfolgen. Ach ja. Ihre Wildheit ist legendär. Nachdem sie ihre Opfer wie ein Spielzeug behandelt haben, erledigen sie es mit einem einzigen tödlichen Biss. Kampfhinweis, wir haben noch nie gehört, dass jemand den T-Rex getötet wurde. Wir haben noch nie gehört, dass jemand jemals ein T-Rex getötet wurde. Soldaten, die das bisher versucht haben, starben bei dem Versuch. Es gibt sehr wenige Daten von Kämpfen. Man kann den Schluss ziehen, dass der T-Rex keine klaren Schwächen hat. Es wird gemunkelt, dass es eine Person gibt, die einem T-Rex entkommen ist. Sie war keine Soldatin. Sie war kein Soldat, sondern eine einfache Agentin. Angeblich war sie sehr attraktiv und ca. 20 Jahre alt. Nimm diese Info mit Humor. Jederzeit. Sie war 20 Jahre jung und eine Agentin. Na, wer das nicht weiß, wer damit gemeint ist, ist kein Dino Crisis Fan. Okay. Oh, na, wo sind wir denn hier? Vielleicht mal machen, ein bisschen weiter abgerissen. Sieht so aus, als ob schon ein paar Jahre seit deinem Tod vergangen sind. So sieht auch aus. Das habe ich gefunden, Unterlagen des Doktors. Könnt ihr euch alleine durchlesen. Immer schön auf Pause drücken, dann könnt ihr das auch lesen. Leute. Alles klar. Die sitzen hier schon seit ein paar Jahren fest. Es gibt, glaube ich, auch kaum Überlebende. Ja, der Kumpel hier, der ist sowieso tot. So sieht er auch schon aus. Du hast Schlüssel gefunden. Ein Schlüssel, toll. Und, ja, genau. Was? Moment mal. Da muss ich auch mal gucken. Okay, Ach so ist das. Na, dann nehme ich das mittlere Medikit. Müsste es ja reichen. Okay. Umdrehen. Holen. Nimmst du Reanimation? Nein. Ich doch nicht. Ich nehme es nicht. Ich nehme es nur mit. Gucken. Waffen ist nur diese Waffe. Heilung. Frage brauche ich nicht. Nachladen. Okay. Werkzeuge. Keine vorhanden. Speichern. Vorsichtshalber mal speichern. Obwohl, eigentlich brauche ich nicht speichern. Ich mache ja weiter. Okay, jetzt drauf wie fast sein. Jetzt kommen Gegner. Dinosaurus Maximus. Ich mag die nicht. Die sind mir zu urmäßig. Nein! Viecher. Stirbt! Ich schieße einfach irgendwo hin. Ich werde schon treffen. Schwindet! Naja, das lief nicht gerade sehr erfolgsfrei. Erfolg. Okay, T-Rexius ist noch unterwegs. Den. Oh, da war er schon. Hardware-Lager. Okay. Hier müssen wir wohl rein. Machen wir erstmal das. Vorbereitung. Wieder lesen, anhalten, bla 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 bla. Es gibt nicht genügend. Aha.
Okay. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ach Quatsch. Objektschlüssel. Benutzen. Cutscene. Gleich. Hey, eine Karte. Du hast ID-Karte Forschungseinrichtung. Die wird uns noch schön nützlich sein. You have inserted an incorrect key. Trespasser confirmed. This room will be locked. Und ich habe immer gedacht, Computer wären sehr intelligent. Da muss ich ja mal sagen, war ja sehr intelligent vom Computer, den falschen Schlüssel erst zu erkennen, damit ich die Karte rausnehmen kann. Und dann auf einmal ist der falsch. Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Hätte wohl kein Problem. Hätte wohl kein Problem sein, mal einen Kerl zu retten. Und jetzt spielen wir Regina, das Fräulein aus dem ersten Teil. Die Missionen hat nun aktualisiert. Prioritätsmission, befreie Dylan aus der militären Richtung. Okay. Wird aber nicht so schwer sein. Da ist er. Ich kenne den Weg. Hoffe ich. Waffen habe ich. Nur die olle Knarre. Diesen komischen Leuchtestab. Und los geht's. Aber vorher mache ich einen Cut. Bis gleich.